Ja, einen wunderschönen guten Abend, liebe Nature Chiller, welche sich ihr Einfamilienhaus durch Blutspenden finanziert haben. Dauert, aber funktioniert irgendwie. Ich habe ein Paket bekommen, beziehungsweise ein Arbeitskollege von mir hat ein Paket bekommen. Und ich muss jetzt hier mal ganz kurz eine Lanze brechen für meinen Arbeitskollegen. Ich kenne den schon ziemlich lange. Und wie sagt man bei uns, das ist ein Guter. Also menschlich ganz weit vorne mit dabei und ich mag ihn wirklich verdammt gerne. Das wollte ich hier bloß mal so loswerden. Einfach mal an dieser Stelle, ohne irgendwelche Hintergedanken. Bist ein Guter, ist so. Der hat sich ein Messer bestellt und hat mir nicht gesagt, welches Messer es ist, aber ich darf es auspacken. Und das Einzige, was ich weiß, er hat gesagt, ich kenne das Messer. Ja, da gibt's ja nicht, da gibt es ja auch bloß ganz wenige Messer, die ich so kenne. So. Und ja, ich soll mich überraschen lassen. Und ich darf das Paket zusammen mit euch auspacken. Er hat gerade Sendung, ich habe gerade frei. Deshalb packen wir jetzt das Paket gemeinsam aus. Und jeder, der wissen will, was ist denn in dem Paket von meinem geliebten Arbeitskollegen enthalten, der ist herzlich eingeladen, sich das Video anzutun. Und mir bleibt wie vor jedem Video wieder einmal nur zu sagen, viel Spaß dabei. Dann würde ich sagen, reißen wir das Paket einfach mal auf. Und wie immer, unbeliebteste Stelle im ganzen Video, weil wenn irgendwas schief geht, aber ich glaube, heute stimmt die ISO. Ja, heute stimmt die ISO. Egal, wir reißen es jetzt einfach auf. Ich muss mich heute sputen. Ich habe nämlich keinen zweiten Akku dabei. Schau mal, ob eine Rechnung drin ist. Nein, es ist keine Rechnung drin. Was ist denn das? Ah, okay. Ach, Wally. Cool. Was ist das? Hulterforce OK4 Bushcraft Messer. Fängt jetzt der Wolfgang auf seine alten Tage wirklich noch an, öfters mal rauszugehen? Nein, ich glaube, der geht oft raus. Also ich sehe auf jeden Fall sehr oft Fotos, wo er draußen unterwegs ist, in weiblicher Begleitung. Ah, jetzt checke ich das auch wegen seinem... Gestern hat er mich gefragt, ob ich einen Feuerstahl für ihn habe. Feuerstahlhalterung. Jetzt, okay. Machen wir es mal auf. Ich muss dich jetzt auch enttäuschen, Wolle, weil ich habe es wirklich noch nie in der Hand gehabt. Schön. Ja, fühlt sich an wie das GK Grob Knife, nur mit gummiertem Griff. Ja, cool. Schönes Messer. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir zunächst einmal zu den technischen Daten und dann zu meinem ersten Eindruck von dem Hulterforce Bushcraft Messer. Das Hulterforce Bushcraft Messer. Bushcraft. Voll gut. Hat eine Gesamtlänge von 20,7 cm, wobei die Klingenlänge 9,2 cm beträgt, fällt also noch nicht unter das Mitführverbot in Deutschland und die Grifflänge beträgt 11,5 cm. 11,5? Ja. Die Rechnung geht auf. Das sind genau 20,7 cm. Das Gewicht beträgt 85 Gramm und die Klingenstärke hat stolze 2,5 Millimeter. Die Klingenhöhe beträgt 1,8 cm. Ich glaube, das ist dieselbe Klingenhöhe wie beim Grob Knife, beim Hulterforce GK. Müsste dieselbe Höhe sein. Das Ganze hat einen Scandi-Schliff. Der Griff ist ein Polypropylen-Kunststoffgriff, der ist gummiert, sehr griffig, also
Das GK hat ja nur einen Kunststoffgriff, der ist gummiert, liegt sehr gut in der Hand. Und der Klingenstahl ist ein Carbonstahl, das heißt, er rostet, aber die Klinge ist schwarz beschichtet. Der Härtegrad beträgt 60 Rockwell. Das war es erstmal so von den technischen Daten. Dann möchte ich euch meine eigene Meinung mit meiner eigenen Art und Weise offen darlegen. Was halte ich von dem Messer? Wie gesagt, ich hatte es noch nie in der Hand und es fühlt sich wirklich an wie das GK, nur mit Gummigriff. Und jeder von euch weiß, ich liebe das Grobmesser von Hulterfors. Ist eine schöne Alternative. Ich stehe nicht so auf das schwarze Klingenfinish, ganz ehrlich. Aber ist halt auch kein Problem. Ist überhaupt kein Problem. Hat auch ein bisschen was von Bushcraft und Outdoor. Kann man das überhaupt so sagen, dass irgendetwas etwas von Bushcraft und Outdoor hat? Ich weiß es nicht. Was ich nicht ganz verstehe, das ist, hier sieht man es, die Skalierung auf der Klinge. Das sind Zentimeter und Inch, glaube ich. Ich bin mir jetzt gerade unsicher. Zentimeter und, weiß ich nicht, Fuß können es nicht sein. Also wahrscheinlich Inch und Zentimeter. Ich weiß nicht für was. Vielleicht kann mir das irgendjemand bitte erklären. Da wäre ich euch echt dankbar. Das ist mal ein Thema, wo ich mich mal wirklich sehr, sehr gerne belehren lassen würde. Obwohl aufklären lassen, glaube ich, ist treffender. Weil ich weiß es einfach nicht. Ich bräuchte diese Skalierung jetzt nicht unbedingt. Keine Ahnung. Soll ich damit ausmessen, wie weit das es irgendwo eindringt? Man weiß es nicht. Es ist sauscharf. Es ist halt einfach so. Und der Klingenrücken ist wunderschön angeschliffen für die Feuerstahlbedienung. Extra für den Feuerstahl. Ich komme ganz kurz auf die Scheide zu sprechen. Das ist die normale Hulterfors-Scheide, die man kennt. Von den Hulterfors Messern, aber mit einem Zusatz. Das haben sie ganz gut gelöst. Hier ist so eine Nylon-Schlaufe, Stoffschlaufe noch angebracht für den Gürtel, hinten mit einem Druckknopf befestigt. Ich möchte den jetzt nicht aufreißen, weil ich habe irgendwie die Angewohnheit, alles kaputt zu machen. Und hier ist, wie gesagt, die Feuerstahlhalterung auch ganz schön gelöst. Jetzt, wie gesagt, jetzt verstehe ich, warum mich gestern der Wolle darauf angesprochen hat, ob ich einen Feuerstahl habe. Ja, im Großen und Ganzen gefällt mir das Messer sehr gut. Aber wie gesagt, ich bin ja auch ein GK-Fan. Was mir, ja, ich weiß jetzt nicht, wie ich das... So, kann ich sagen, ich bin da neutral eingestellt? Ich weiß es nicht. Es ist einfach der Preis, weil ich stehe halt bei solchen Messern einfach zum Beispiel aufs Grobmesser. Das kostet 7 Euro. Bam. Tut seinen Job und ist halt einfach ein wahnsinniges Messer. Ist wie bei Mora. Mora Companion kostet mittlerweile ein bisschen mehr, aber war auch mal wirklich scheiß günstig. So, dann kamen die ganzen Mora Spezialmesser und die Preise gingen halt ins Unermessliche, wo ich mir dann denke, hä, was hat denn das noch mit irgend... Ja, ist halt meine Meinung, ist wirklich nur meine Meinung. Bei dem Hulterfors ist es auch so, aber nicht so extrem. Also das Hulterfors habe ich jetzt gesehen für 19 Euro. Für den gummierten Griff und nichts anderes, also es hat sonst keine anderen Vorteile, außer ein Lineal auf der Klinge. Aber es geht noch für unter 20 Euro, habe ich es jetzt gesehen, war das günstigste. Normalerweise, glaube ich, kostet das 22 Euro. Dafür, dass es jetzt einen gummierten Griff hat und eben diese Special-Scheide. Es ist noch im Rahmen, aber viel mehr würde ich jetzt auch nicht dafür ausgeben. Dann doch lieber das GK von Hulterfors. Aber ansonsten liegt es toll in der Hand. Griffig, rutschfest. Ich kann jetzt nichts Negatives sagen. Ich bin aber auch sehr voreingenommen, weil ich Hulterfors liebe. Muss ich halt auch zugeben. Aber nein, ihr wisst, was ich meine. Das Messer kann man sich ohne Probleme, finde ich, wirklich antun. Ich werde es wahrscheinlich nicht testen, weil es gehört nicht mir und ich werde es mir auch nicht kaufen. Aber vielleicht leiht es mir ja
der Wolle mal zum Testen. Ja, schön. Danke nochmal, Wolle, dass ich das auspacken durfte für ein Video. Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich beende das Video hier auch. Geht raus, nehmt eure Kinder. Ihr wisst, eure Kinder haben es verdient, öfters von euch mit rausgenommen zu werden. Aber bitte, treibt es nicht zu wild. Sagt, Nature chillt.